Aber was ist der einzige gemeinsame Nenner oder die einzige Gemeinsamkeit all deiner Probleme? Was glaubst du, weil das, was du ansprichst, gerade die aktuelle Zeit, und ich glaube, das geht vielen Zuschauern und Zuhörern, ja, auch so, dass die aktuelle Zeit uns von den Stimmungen her unglaublich hin und her schwanken lässt. Und wenn ich das gerade richtig verstanden habe, sagst du, das kann dir auch schon mal so gehen. Also das kennst du auch zumindest. Ich merke das bei mir gerade sehr stark. Also die meiste Arbeit an mir selbst geht im Moment darauf hin, dass ich mich immer wieder in meine Mitte bringen muss, weil ich solchen starken Schwankungen ausgesetzt bin. Das heißt also, wenn du sagst, das kennst du von dir auch und du hast es ja nun wirklich schon, sagen wir mal so, fast wie mit der Muttermilch mitbekommen, wenn wir Achtsamkeit können, sage ich mal so, und zentriert sein können, heißt es nicht, dass wir nicht zwischendurch wieder rausfallen, sondern es lohnt sich, das zu üben, das zu trainieren, das zu erlernen, weil wir immer wieder besser dahin zurückfinden. Würdest du das so bestätigen? Ja, genau. Ich glaube, man kann sich das so vorstellen, ja, dass man Probleme hat, ja, das ist okay, das ist in Ordnung, dass es einen eben mal rausholt. Aber früher war das vielleicht ja ein riesiges Monster. Und dann mit dieser Übung, ja, in der Achtsamkeit, Meditation, immer wieder sich zu zentrieren, ist es irgendwann nur noch der kleine Schoßhund, wo du streichelst und du denkst, ah ja, du bist wieder da. Und schon gehst du wieder in dich. Ja, also ich glaube, das ist so der Unterschied einfach. Macht das Sinn? Das macht großen Sinn, ja. Ich merke es halt auch an mir, dass immer dann, wenn es mir nicht gut geht, bin ich gerade mit der Situation im Widerstand. Das ist ja das, was du sagtest, wir identifizieren uns dann mit den Sorgen und den Problemen. Und wenn ich es dann schaffe, wieder bei mir anzukommen, dann bin ich wieder groß und das Problem wieder klein. So, das ist nicht mehr die große Dramatik, das Monster ist nicht mehr so riesig, genau. Was glaubst du, also wirklich so ganz frei aus deinem persönlichen Wissen oder aus deiner Meinung heraus, aus deiner Erfahrung, warum ist das so, dass wenn wir in unserer Mitte sind, dass wir dann kraftvoller sind? Also für jemanden, der das vielleicht so noch nicht erlebt hat oder der sich überlegt, na, vielleicht sollte ich jetzt doch mal damit anfangen. Was würdest du sagen, warum ist es so, dass wir, wenn wir in unserer Mitte sind, dass es uns dann deutlich besser geht? Ja, also ich denke, dass wenn man sich zum Beispiel ja sein Leben so anschaut, dann hat man ja gefühlt unendlich viele Probleme. Ja, jetzt mal ganz ehrlich ausgedrückt. Ja, so du hast ein Thema, das löst du, dann kommt schon das nächste. Das löst du, dann kommt schon das nächste. Speziell jetzt in der aktuellen Zeit kommen die vielleicht schneller, manchmal überwältigender. Und man macht aber eigentlich immer weiter so. Aber was ist der einzige gemeinsame Nenner oder die einzige Gemeinsamkeit all deiner Probleme? Und ja, die Antwort ist noch einfacher, als die meisten jetzt denken. Ja, die Antwort ist du. Du bist der einzige gemeinsame Nenner all deiner Probleme. Stimmt. Und das bedeutet, vielleicht hast du nicht unendlich viele Probleme, ja, sondern in Wahrheit nur ein einziges. Und zwar dich. Wenn du jetzt lernst, ja, dieses Problem, diese Zentriertheit oder dieses Problem zu lösen, ganz einfach, dann kann sich alles andere damit mitlösen. Und das ist halt so die Wurzel von all dem, was dann so rauskommt. Und deswegen würde ich sagen, dass es so einen enormen Einfluss hat, und zwar für absolut jeden Menschen, den ich je kennengelernt habe. Das ist unglaublich geil. Das Bild, das ist für mich so eingängig. Ich habe viele Probleme, aber eigentlich bin ich der Nenner aller Probleme. Und letztendlich kann man dann auch alles reduzieren auf, es gibt nur ein Problem und das Problem bin ich. Im ersten Moment kriege ich natürlich einen Schrecken und denke so, hey, ich bin doch kein Problem. Ja, ich bin doch großartig, ich arbeite doch schon so viel an mir und mache doch alles richtig. Nee, du hast absolut recht, das Problem bin ich selbst. Ja, warum auch immer, völlig wurscht. Und wenn ich dieses eine Problem, also mich selbst, in den Frieden bringe, Frieden ist ja eine Harmonie, eine Ordnung, eine Gelassenheit, eine Problemlosigkeit. Ja, ich bin nicht mehr im Widerstand. Dann haben sich alle anderen Dinge auch gelöst. Wow. Wow. Dankeschön.
Sehr schön. Ja, so einfach ist es. Aber das ist das Schöne. Ich liebe die indische und vedischen Lehren, genauso wie den Buddhismus, weil sie kommen halt immer wieder auf eine Essenz zurück. Und so, das ist so dieses Akzeptiere, was ist, sei im Frieden, ja, das Leben ist für dich und bleib bei dir und lass dich nicht so verstreuen, nicht so ablenken. Und seitdem ich das praktiziere, bestmöglich, hat sich mein Leben auch enorm verändert. Jetzt, sag ich mal ganz frech, ich glaube, diese Fähigkeit, loszulassen und nicht mehr zu blockieren, ist auch bestimmt leichter für dich in deinem jungen Sein, ja, weil unabhängig davon, wie du aufgewachsen bist, ich glaube, dass junge Menschen einfach sich leichter tun, dieser innere Haltung einzunehmen, mal zu schauen, was kommt, ich lasse was anderes los und ich stelle mich mal nicht mehr dagegen. Jetzt bin ich 51, ja, wenn du mir jetzt den Rat geben würdest, und lass mal alles los und lass mal schauen, was durch dich kommt, da würde ich das mit der Angst zu tun kriegen. Ja? Wobei ich die Erfahrung kenne. Es gibt also Dinge, die ich durchdrücken will und dann kann ich arbeiten bis zum Umfallen und funktioniert auch irgendwie. Und dann gibt es aber Dinge, die passieren wirklich durch mich und das sind dann auch immer meine Babys und die schönsten und die erfüllendsten und auch die erfolgreichsten Dinge. Das muss ich schon sagen. Also für alle, also auch für denjenigen, der das dann nutzt. Ja. Mhm. Was rätst du Menschen, die gerade jetzt in der aktuellen Zeit spüren, dass etwas aus ihnen heraus will oder durch sie durch will, die einfach spüren, da muss es doch noch mehr geben. Es ist, als wenn eine Berufung anklopft, aber ich weiß noch nicht, was es ist. Und ich hänge so in meinem Hamsterrad fest. Was können diese Menschen tun? Du hast gerade gesagt, nicht mehr Nein sagen zum Leben. Was können die Menschen tun, um sich dem Thema zu nähern? Also das Erste, was so einschießt, ist Meditation, falls sie das nicht eh schon tun. Ja, also dass sie sich beginnen, wirklich aktiv mit der Innenwelt zu beschäftigen. Also um vielleicht nochmal darauf zurückzugreifen, ja, wir haben einen gemeinsamen Nenner von unendlich vielen scheinbaren Problemen. Und dieser gemeinsame Nenner, ja, dieses einzige Problem, das ist offensichtlich jetzt nicht äußerlich, sondern das ist was Innerliches. Und wenn wir aber ehrlich sind, wir schauen ja nie so bewusst nach innen, ja, weil wenn wir mit Freunden sind, in der Arbeit sind, mit der Familie sind, vielleicht mal eine Serie schauen, ja, oder ein Buch lesen oder sogar schlafen, ja, wir sind immer eigentlich in der Außenwelt verankert und sind dadurch in einer Art auch mental im Hamsterrad, ja, wo man sagt, okay, ich habe ein Problem, das ist eigentlich innerlich, aber ich suche nur außen nach der Lösung. Das kann nie zum gewünschten Resultat führen. Und deswegen Meditation mal so als erstes, als das, was als erstes, der Impuls, der als erstes kommt, weil Meditation für mich das Nummer eins Tool ist, wo du mal wirklich einfach nur von außen nach innen gehst und dir da anschaust, okay, was spielt sich da gerade ab, ja, was ist da wirklich los, was sind vielleicht wirklich die Trigger, und das erfordert aber sehr viel Mut, weil einerseits hat man ein starkes Gedankenkarussell möglicherweise zu Anfang, andererseits gibt es oft Themen, wo man mal nicht hinschauen möchte, und speziell diese Themen dann anzuschauen und die zu lösen, hat aber einen massiven Einfluss auf diesen Fluss, ja, auf diesen Flow und auf die Klarheit. Das heißt, wenn diese unbewussten Anker, diese unbewussten Trigger, wenn man die lösen kann, dann kann es viel mehr durch einen fließen und dann hat man auch so auf einmal die Eingebung und weiß, was es ist, ja, oder es kommt jemand auf einen zu und dann soll es auf einmal so passieren. Also das wäre so das, was mir als erstes kommt oder was ich in der Situation machen würde, wenn es mir so gehen würde. Dann kann das Leben auch wirklich wieder fließen. Also nicht, wie du sagst, nicht nur die inneren Eingebungen, sondern eben auch die äußeren Dinge, die dann auf einen zukommen. Es ist nicht nur die innere Welt nicht mehr blockiert, sondern eben auch der Fluss, der ja einfach ja auch mit uns zu tun hat. Ja, der äußere Fluss, der durch uns durchfließt. Dann ja, öffnen sich Türen, die vielleicht vorher verschlossen waren. Ja, Chancen. Ja.